Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Und ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Mit einem heißen Spiel haben wir die Freiburger in der letzten Folge aus dem DFB-Pokal rausgeworfen und sind dann zusammen mit Leverkusen ins Finale des DFB-Pokals eingezogen. Das heißt, auch wenn die Leverkusener hier im internationalen Wettbewerb dabei sind, dann werden wir hier auch in Europa teilnehmen. Ich hoffe mal, dass es so ist, dass da kein böses Erwachen kommt, weil in der richtigen Liga ist es halt so, wenn beide Teilnehmer oder wenn ein Teilnehmer schon für Europa qualifiziert ist, dann ist auch der Finalteilnehmer dann bei Europa mit dabei. Zwar in der untersten Ebene, das heißt, wir müssen vorher dann nochmal vor der Hauptrunde ein Qualifikationsspiel hinter uns bringen, aber in der Regel sollte man das schaffen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Spiel gegen Dortmund. Das wird nicht so einfach werden. Und ja, wir haben zwar einen super Lauf, Hinspiel 1-0 verloren, aber es wird nicht so einfach werden. So, wir werden einfach mal gucken und gebt euer Bestes. Ich weiß nicht, was es wird, also wir müssen einfach mal gucken. Und ja, wir haben ja immer noch zwei verletzte Spieler, der Park links und der Polter im Sturm, die sind leider noch verletzt, also spielen wir hier mit unserer zweiten Elf. So, Shaqiri. Aber Ecke. Naja, zweite Elf ist falsch ausgedrückt, sondern mit unserer zweiten Riege. Also die anderen sind schon alle Stammspieler, aber wir haben halt den Ginkel mit dabei, der hat auch zwei Tore hier geschossen gegen Freiburg. Ganz sensationelles Spiel. Und der Fatih ist auch noch mit dabei. Die anderen gehören ja alle eh zum Stamm. So, Großkreuz hier mit einer gelben. So, und so richtig viel ist noch nicht passiert. 18. Minute, jetzt nochmal ein Angriff. Müller auf Arnold. Und der Schuss geht knapp an dem Pfosten vorbei. Leider auf der falschen Seite. Aber wir starten gut ins Spiel. Also wir können hier mitspielen. Ginkel schlägt den Ball weit nach vorne. Subotic will hingehen. Lässt den Ball aber passieren. Und Okazaki kann leider auch nicht mehr eingreifen. Also Abstoß. Und die Chance für Dortmund über Gündogan zu Lewandowski. Der ist alleine vor Wettlo und macht das Ding. Ja, sowas macht er selten daneben, auch wenn er in dieser Saison ein ziemlicher Chancentod ist. Aber gut. Ja, vielleicht schaffen wir es auch irgendwie, den Okazaki zum Torschützenkönig zu pushen. Hat er hier in der richtigen Liga gegen Hamburg auch zwei Tore gemacht. Auch wenn ich die jetzt nicht so toll fand. So, und jetzt sind die Dortmunder doch ganz schön am Drücken. Oh, Querlatte. Kopfball von Bender. Aber Wettlo. Au. Konnte, hat nicht mehr so gut eingreifen können. Hat aber Glück gehabt, dass der Ball daneben geht. Ja, die Dortmunder hier jetzt doch ziemlich am Drücken. Also da müssen wir jetzt mal gegen anstinken irgendwie. So, jetzt nochmal ein Freistoß. Gündogan. Auf Lewandowski. Aber trifft den Ball nicht und verfehlt das Tor. Ja, wie man das Tor jetzt noch großartig verfehlen kann aus 5 Metern, ist mir auch ein Rätsel. So, Müller. Guter Schuss noch, aber Weidenfeller ist auf dem Posten und lenkt den Ball über die Latte zum Eckball. Und mal gucken, was dabei rauskommt. So, Müller mit der Ecke. Ist aber zu kurz und Subotic kann den Ball klären. Gibt allerdings noch eine weitere Ecke. Also, gute Drangphase jetzt. Vielleicht haben wir hier die Möglichkeit noch auf den Ausgleich zu gehen. Die nächste Ecke von Ginkel verlängert auf Okazaki. Können ihn nicht hindern und der trifft für Weidenfeller, der den Ball nicht richtig sehen konnte, weil da noch andere rumgewurschtelt haben. Also,
das 19. Tor von Okazaki, ganz stark. Und auch vor die erste Vorlage jetzt von Van Ginkel. Also so langsam findet er sich hier ins Team richtig gut ein. Das werden wir auch soweit fördern. Also der hat hier seinen Stammplatz jetzt vor Simling. So, und weiter. Guter Auftritt bisher von uns. Nächste Ecke. Und Subotic kann aber wieder den Ball klären. Weiter geht's. Shaqiri. Distanzschuss. Aber geht gutes Stück daneben. Ja, also das war nochmal eine super Phase hier. Und es geht in die Pause. Also wir haben hier sogar ein Chancenübergewicht. Wir hätten hier sogar es verdient gehabt, wenn wir das Spiel nochmal ganz komplett drehen. So. Ein akzeptables Ergebnis. Sollte machbar sein. So, dann schauen wir eben nochmal ganz kurz hier. Svensson, der ist hier immer unser Mann für die Massagen. So, und dann wollen wir natürlich noch den Okazaki loben, den Van Ginkel. Die waren ja beide direkt am Tor beteiligt. Der Müller bekommt noch sein Lob. Und dann haben wir natürlich auch noch was zu kritisieren. Zum Beispiel der Fati geht besser. Und Shaqiri, der kann auch noch ein bisschen mehr kommen. Und dann geht's mal weiter. Zweite Halbzeit. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Wir können auch mal ganz kurz gucken. Die Leverkusen, ne? 0:0 noch. Nicht, dass da noch was passiert, aber noch sieht's gut aus. Also 9 Punkte sind's jetzt noch. Da muss dann schon einiges schief gehen nach 3 Spielen, die dann noch kommen. Oh, gute Möglichkeit hier für Lewandowski, aber wie gesagt, chancentot, ne? So, und warum sollten wir hier nicht auf Sieg spielen? Wir haben ja sowieso nichts mehr zu verlieren in der Liga. 17 Meter Schuss. Oh, und was ein Tor. Und da sah, ja, das ist die Frage, ob Wettlo da was machen konnte. Werden wir gleich an der Note sehen. Konnte er wohl nicht. Powerplay in Dortmund. Also, das wird wohl für die Dortmunder sein. Ja. Ah, das ist jetzt natürlich ärgerlich. Also wir hätten hier zumindest nach dem Auftritt einen Unentschieden verdient. Da müssen wir jetzt wieder zusehen, dass wir da was schaffen. Also Großkreuz mit einer Flanke auf Lewandowski mit dem Kopf. Und macht er das Ding. Noweski steht im Weg. Und nochmal mit dem Fuß. Und dann zappelt er wohl, ne? Knapp am Tor vorbei. Glück gehabt. So, aber was nützt es, wenn wir uns jetzt hinten reinstellen? Wir brauchen hier noch ein Tor. Und da müssen wir halt das Risiko eingehen, selber dann nochmal eins zu bekommen. So, und ich würde ganz gerne den Svensson einmal rausnehmen, den Bungert reinnehmen. Und bei den anderen sieht es soweit auch ganz gut aus von der Fitness. So, und jetzt die Dortmunder hier da. Seit der zweiten Halbzeit gegen wir uns gar nichts mehr. Oh, und Fati hier macht die Fehler. Also da wird es Zeit, dass wir hier auch den Park wieder reinkriegen. Der hat hier eine 5. Also das geht gar nicht. Da können wir jetzt aber auch keinen mehr. Ja, wir können ja was riskieren. Die sind jetzt zwar alle nicht warm, aber mein Gott, dann versuchen wir halt nochmal was. Aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich nichts werden. So, bringen wir ruhig nochmal den Park. Nicht den Park, sondern den Parker. Na. So, und dann geht Bungert einfach mal nach links. Oder vielleicht Noweski. Nee, Bungert. Und dann versuchen wir es so nochmal. Aber, wie gesagt, da werden wir jetzt wahrscheinlich hemmungslos ausgekontert. Und 2 Tore Unterschied ist doch schon ein bisschen hart. Sieht eigentlich mit unserem Torfuß. Oh, -13, das ist natürlich auch böse.
Also wir haben zwar schon einige hohe Siege gefeiert gegen Nürnberg, Stuttgart, Bremen, aber auch schon einige Klatschen. Hoffenheim. So, Mats Hummels am Pfosten, aber macht da noch das Tor, also 4-1. Der Drops hier ist gelutscht. Da werden wir jetzt wahrscheinlich noch zwei Tore reinbekommen, aber gut, das macht uns jetzt nichts aus, weil die Liga ist sowieso für uns gelaufen, die Saison. Die Liga jetzt zum Glück nicht. Ja, hier nochmal das 5-1 direkt. Kein Problem. So, Leverkusen, ne? 0-0. Wie steht's mit Hamburg? 0-2, ja. 8 Punkte. Jetzt sind es die Gladbacher nämlich, die da aufmucken. So, nochmal. Parker verlängert. Okazaki zum Kopfball. Und, oh, gute Parade hier. Weidenfeller ist so ein kleiner Hellseher, schade. Das wäre noch so das Einzige, was wir gut machen könnten, dass wir hier den Okazaki nochmal so ein paar Tore lassen. Weil der Ginczek von Nürnberg, der hat nämlich noch ein paar mehr, der Ex-St. Pauli-Spieler. So, gucken wir mal, 10 Minuten noch, vielleicht nochmal eine Chance. Oh, Okazaki holt sich gelb. Der ist ein bisschen bedient. Ja, die zweite Halbzeit war jetzt auch katastrophal. Da haben wir nicht wirklich Angriffe gemacht. Ja, also ist schon um ein paar Tore zu hoch ausgefallen. Wir sind eigentlich mit den Chancen ziemlich gut dabei. Wir hätten einfach mehr machen müssen. Ja, 6-1. Wie gesagt, das ist mir ganz egal. Soll es auch 8-1 ausgehen. Das interessiert mich jetzt mal so gar nicht. So, dann dürfte es jetzt auch mal abgepfiffen werden. Eine Möglichkeit noch für uns. Vielleicht nochmal ein Tor für Okazaki. Gute Chance hier auf jeden Fall. Müller. Okazaki am Ball. Und macht sogar noch ein Tor. Also Saisontor Nummer 20 für Okazaki. Also es ist eigentlich dann doch ein ganz, ganz guter Spieltag gewesen, weil das, die Torjägerkanone, die können wir noch holen, theoretisch. So, dann schauen wir mal. Was hat denn Leverkusen? Na, nur 0-0, aber Nürnberg auch. Halt kein Tor. Das heißt, der Ginczek konnte auch keine Tore machen. So, Leverkusen, wie sieht's aus? 8 Punkte, also noch ist es nicht sicher. Noch ist es nicht hundertprozentig sicher, aber ein Sieg für Nürnberg würde reichen. Oder halt eine Niederlage von Gladbach, dass die hier in Europa dann dabei sind. Aber Schalke, ach, guck mal hier, die haben auch nur einen Punkt geholt. Also hier. Das wäre die Möglichkeit gewesen für Leverkusen, aber haben sie nicht genutzt. Viele Unentschieden hier. 2-2, 1-1, 0-0, 2-2 und noch ein 2-2. Bayern hat gewonnen. Und die Wölfe sind auch dran geblieben mit dem 2-1 in Hamburg. Ah Mist, jetzt wollte ich eigentlich nochmal, Mist, darauf gucken. Auf die Torschuss, also auf die Torstatistik. So, 8 Tage ist der Park noch verletzt. Also für den wird es schon reichen, bis zum DFB-Pokalfinale, für den Polter leider nicht. Dafür sind 8 Wochen einfach viel zu lang. Sehr schade eigentlich. So, jetzt bin ich gerade mal am Gucken, wo können wir denn hier die Ergebnisse mal alle angucken? So, und hier kann man doch bestimmt auch Torschützen. 22, also... Da geht noch was. Der Okazaki, also der hat zumindest schon mal bis Huntela aufgeschlossen und vielleicht macht er noch mal ein paar Dinger. Das wär's ja. Wir spielen nämlich noch gegen Nürnberg, Gladbach und Hamburg. Ja, Hamburg und Gladbach sind gut dabei.
für die beiden geht es noch um Europa hier, weil die Stuttgarter noch sind. Und Nürnberg, die können wir theoretisch noch holen. Das sind aber auch die einzigen, die wir noch holen können. Also, nächste Folge geht es dann weiter mit dem Spiel in Nürnberg. Ne, also bei uns. Die Nürnberger kommen nämlich zu uns. Ich werde hier eben nochmal ganz kurz nochmal trainieren. So, dann können wir nochmal ganz kurz schauen. Mannschaft, müssen wir da irgendwas umstellen? Simling, den können wir eigentlich mal für den Moritz in die Mannschaft nehmen. So, ansonsten ist das alles soweit okay, ja, was der Okazaki hier an Stärke zugelegt hat, also das ist schon sagenhaft. Gefällt mir sehr gut und ich verstehe diesen Marktwert nicht, dass der nur bei 2,5 Millionen liegen soll, also der ist erst 28. Der hatte jetzt gerade erst, ach guck mal hier am Finaleinzug Geburtstag. Ich würde auch sagen, dass wir mit dem verlängern sollten. Wir können ja mal gucken, haben wir da eigentlich eine Option? Scheinbar nicht, sonst wird es hier ja, glaube ich, stehen. Also wir, da sollten wir, man möchte noch nicht sprechen, okay. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir nochmal ein paar Spielergespräche. Der Okazaki war ja hier, geht auch nicht. Haben wir scheinbar auch schon alle gemacht, alles klar. Dann sehen wir uns dann halt in der nächsten Woche. Nicht in der nächsten Woche, sondern beim nächsten Spiel, in der nächsten Woche im Spiel, dann gegen Nürnberg und ja, die Folge kommt dann in Kürze raus. Wir sehen uns, bis dann, Leute. Macht's gut.